So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir sind letztens in die Tschechei gefahren zum Friseur und auf dem Weg dahin, es ist ja so vieles passiert, da gab es einen Unfall, Kreisverkehr, da ist ein älterer Herr, wir wissen mittlerweile, der war 83 Jahre alt, der hatte richtig rote Augen gehabt, keine Ahnung, vielleicht hat er das nicht richtig gesehen, sonst, er hat ja gemeint, er hat das gar nicht gesehen, er ist einfach reingefahren in den Kreisverkehr, wo wir schon drin waren, konnte man nichts machen. Ist jetzt blöd gelaufen, hat uns ein bisschen aufgehalten, Polizei war dann alles hin und her, sind aber trotzdem noch nach Cheb gekommen, haben unser Ziel erreicht. In der ganzen Aufregung haben wir dann natürlich vergessen, zum Friseur zu gehen, wie man sieht. Das hat nicht geklappt, aber was anderes hat geklappt. Denn Pupsis Papa wollte sich unbedingt eine schöne Winterjacke besorgen, hat er dann auch gemacht. Anschließend sind wir auch essen gegangen. Und Pupsi hat natürlich auch ordentlich was eingepackt und ich habe da was eingepackt. Die Mama hat sogar sich eine Tüte Waffeln gekauft. Von einem Hersteller, was hier auch ganz normal bei uns im Regal steht. Ich möchte euch jetzt trotzdem mal zeigen, die Ausbeute aus Cheb. Sonst kriege ich immer Fanpakete von euch und ich gucke immer, was die Leute mir für leckere Sachen schicken. Diesmal habe ich eine riesengroße Box, das jetzt alles da reingepackt und möchte euch mal die Ausbeute aus Cheb zeigen. Ich habe mir hier diesen grünen Karton nochmal genommen. Habe das alles jetzt hier reingepackt. Der ist wirklich bis oben hin gefüllt. Und was da jetzt alles drin ist, das möchte ich euch zeigen. Gleich als wir ausgestiegen sind, gab es nämlich zum Beispiel sowas hier. Pepperwoods, ne, wer kennt's? Dieses Schwein, dieses berühmte Schwein aus dem TV mit einem Saugnapf, da könnt ihr das an eine Fensterscheibe kleben oder beim Auto hinten rein, ist eigentlich für Sandras Tochter. Oder Adi, willst du's? Was sagst du dazu? Schnüffel mal. Und ich glaube, Adi, Schatz! Okay, Adi will's nicht. Adi ist jetzt, der ist zu alt dafür. Dann nochmal hier, ich muss das mal runterstehen, ich kann das ja eigentlich nicht so halten. Immer wenn irgendwo was Chap oder so sagt, Sandra, Pupsi, sie braucht Vanille-Cola. Das heißt, sie hat sich eine dicke, fette Vanille-Cola mitgenommen. Es gab schon Zeiten, dass sie wieder nach Chap gefahren, da hat sie einfach ein ganzes Sixpack Vanille-Cola mit 1,75 pro Flasche mitgenommen. Diesmal ist es nur eine. Hier kriegst du ja meistens die nur noch ohne Zucker. Und dort drüben gibt es die sogar noch mit Zucker. Müsst ihr euch mal vorstellen. Cola mit Zucker. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Passend dazu kann ich euch zeigen, das habe ich gefunden und ich weiß nicht, was es ist. Cofola. Cofola Original. Da steht Ja plus KFL. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hat ja auch so komische Noppen. Das sieht eigentlich aus wie irgendein Sexspielzeug, aber das ist bestimmt Kaffee und Cola. Mich hat es auch einfach mal interessiert, wie das schmeckt. Habe ich also eingepackt, Cofola. Dann haben wir hier Shrimp-Flavored Cracker. Die hat Pupsi eingepackt. Ich habe gesagt, das ist doch bestimmt sowas wie Krabbenchips, nur nicht mit Krabbengeschmack. Aber so also Shrimps und bestimmt trotzdem einfach fischig. Mit einer fischigen Note. Hat sie zwei Packungen genommen, eine hat sie schon aufgemacht, hat gesagt, schmeckt nicht. Hat sie anders in Erinnerung, ich kenne die gar nicht. Kann man ja mal testen. Ein paar Sachen, die ihr hier seht, werden sicherlich bei Ramses Kitchen auftauchen. Dann musste ich an Thomas denken. Da habe ich nämlich gesehen hier die Pringles. Pringles Tortilla Fiery Chili. Diese Sorte Fiery Chili kenne ich von uns eigentlich nicht. Vielleicht heißt sie bei uns auch nur anders. Habe dann aber diese gesehen. Pringles Mushroom and Cream, ja. Pilz und Sahne. Die habe ich aber wirklich definitiv hier bei uns noch nicht gesehen. Pringles Mushroom and Cream. Die sehen ja ganz normal aus mit den Pringles waren und dann habe ich plötzlich diese Pringles Packung gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, das ist zwar nur hot and spicy, aber guckt euch doch mal den Pringles Mann an. Der sieht irgendwie anders aus. Ist das die Oldschool Deluxe Edition? Man weiß es nicht. Wir stellen es hier rüber. Zack, muss jetzt so sein. Dann kann ich euch zeigen. Das machen wir mal hier so als nächstes. Ich habe hier eine Tüte. Und in dieser Tüte, pass auf.
Ihr wisst, da gibt es immer Klamotten, gefakte Klamotten. Da wird ja alles hinterhergeworfen. Und was habe ich gesehen, was lag da rum? So ein schöner Alpha Industries Pullover. Wer das nicht weiß, damals beim ISWO in Stuttgart, der hat so eine fette Jacke gehabt und hat die mir dann verkauft für 50 Euro. Das war auch eine Alpha Industries Jacke, die habe ich bei Satan bin ich angehabt im Musikvideo. Er hat dann irgendwann mir so ein Alpha Industries Tanktop geschenkt, was wir eigentlich dann immer angezogen haben, wenn wir im Sommer unterwegs waren. Und jetzt habe ich einen Pullover gesehen. Jetzt habe ich ein Unterhemd, ich habe eine Jacke, ich habe einen Pullover. Und das für sage und schreibe 20 Euro, ist das nicht ein Schnapper? Der wollte bestimmt, wie viel war es denn? 35 Euro, glaube ich. Was eigentlich auch schon günstig wäre, aber Pupsi ist da immer eiskalt. Ich sage, nö, 20, 30, nö, 20, 25, nö, 20, okay, 20. Und pff, das ist im Prinzip ihre Verhandlungstaktik. Das ist Größe XXXL, ja. Das heißt, da passt ihr fünfmal rein und mir ist der zu eng. Das muss schon einiges heißen. Den haben wir nämlich hier jetzt in Schwarz mit Bauchtasche und Kapuze. Plus, wir haben... Hier geht's gut, ja. Wir haben das Ganze nochmal in Weiß. Weil Weiß ist übelst edel. Hier steht auch 3XL, ne? 3XL finde ich auf jeden Fall genial. Das muss passen. Den tun wir jetzt mal hier hin. Adi denkt sich, wo bin ich hier bloß reingeraten? Adi, Schatz! Adi, alles Gute! Genießt du das oder findest du das aufdringlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wir beeilen uns lieber, bevor er wieder durchdreht. Er hat auch einen Grund dazu, da habt ihr recht. So, dann haben wir, was haben wir noch hier? Das hat Pupsi sich eingepackt. Eine Dose Fanta mit Erdbeer. Dann haben wir hier eine Dose Fanta mit Elderflower Lemon. Das ist die, die trinkt sie sonst in den großen Flaschen auch immer, findet sie eigentlich ganz gut. Dann habe ich gesehen, hat sie sich irgendwie was Süßes eingepackt. Das ist das. Ist irgendwie so Bananen. Banana Flavor Cream Kakao Mochi. Sind das jetzt Pralinen? Sind das irgendwas mit Bananengeschmack? Und weil der Adi jetzt weg ist, muss ich mal da oben reinlegen. Dann hat sie sich eingepackt hier. Ein Kokosnussmilchdrink mit Erdbeeren. Das erinnert mich irgendwie an die Bubble Teas. Bei Bubble Teas konntest du nur nicht nur Tee mit Bubbles nehmen, du konntest auch Milchshakes mit Bubble nehmen. Bubbles. Und hier hast du auch, hier schwimmt so Zeug drin rum. So Gelee-artiges, gummiertes, komisches. Also, das sind wie beim Bubble Tea, hängen da einfach so komische Dinger drin. Hier hast du noch Coconut Milk Drink with Banana Flavor. Das ist auch hier diese komischen Teile. Aber halt mit, ne, also Bubble Tea, Milch, Zeug. Dann hat sie hier noch zwei Flaschen. Da hat sie einmal von D'Angelo. D'Angelo Frizzante Sherry. Guckt es euch an. Das ist irgendwas Alkoholisches. Plus D'Angelo Frizzante Strawberry, ja. Erdbeer also auch noch dabei. So waren die Damen früher unterwegs. Heutzutage musste sie aus der Flasche saufen. Dann, was habe ich noch? Das war es, glaube ich, von Pupsi. Ich habe da was gefunden. Ein Energy Drink für 1 Fuchs mich, ja. So stoned. Total sinnlos, überall packen die jetzt Hanf drauf, Hanf rein, die ganzen krassen Jugendlichen. Mit Hanf? Ich bin so krass. Ich teste alles, habe ich ja gesagt, deswegen teste ich das auch. With CBD Cannabidiol, okay. Und vor allem der Name schon alleine ist so stoned. Finde ich eigentlich nicht cool, finde ich eigentlich irgendwie total dämlich. Aber den werden wir auch trotzdem mal testen, weil dann passt das. Dann habe ich gesehen hier, die haben ja öfters immer so irgendwelche leckeren Drinks. Wir haben hier den Barbie Girls Drink und wir haben den Hot Wheels Race Drink. Das ist ein Barbie Girls für Girls, ein Hot Wheels Race für Boys. Wird auf jeden Fall auch getestet. Da ist einiges für Ramses Kitchen dabei. Genauso wie hier. Fand ich auch interessant. Coca-Cola. Orange Vanille. Ich
kenne immer nur Vanille, Kirschvanille, aber orange Vanille kenne ich persönlich gar nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und damit die nicht so alleine steht, habe ich mir auch gleich noch so eine Dr. Pepper. Gibt es ja auch dort in Massen. Dr. Pepper Kirschvanille neben der normalen Coca-Cola Kirschvanille, eine Dr. Pepper Kirschvanille. Um die halt zusammen irgendwie da so... Ich weiß gar nicht, wo ihr das Zeug hin tun soll, weil alles voll ist. Da hat Pups doch, ach Pups, hier hat sich doch noch was eingepackt und zwar Birell Cola. Eine Dose Cola von Birell. Escolovim Orioscom. Ne? Aber was jetzt genau, hätte ich eigentlich auch mal, um das zu testen, aber wird wahrscheinlich einfach nur wie Arznei schmecken und das war's. Also eine Dose Cola ist am Start. Und dann habe ich gedacht, zum Abschluss noch so ein Dreier Probierpack. Einmal Desperados in der Dose, wo ihr jetzt sagt, hä, das ist doch ganz normal, Desperados gibt's doch überall, gibt's bei uns. Habe ich aber, glaube ich, aus der Dose noch nie getrunken. Desperados kenne ich nur in Flaschen. Und das habe ich nur mitgenommen, weil es eine Trilogie ist. Wir haben Desperados Original. Wir haben Desperados Mojito, ja, in der grünen Dose. Desperados Mojito. Bei dem glaube ich sogar fast, dass ich den doch auch schon mal in der Flasche hier irgendwo gesehen habe. Also Desperados Mojito, aber was ich noch nie gesehen habe, Desperados Sangre, also wie Sangria oder so. Desperados Sangria. Diese drei auch für Ramses Kitchen mal zum Testen, habe ich mir so gedacht. Ja, das sehe ich auch den Adi. Der Adi wird nämlich auch getestet werden, deswegen stellen wir die jetzt wieder hier rein. Packen dann alles wieder in die Kiste. In die Kiste. Schön richtig nerven, damit er komplett ausrastet. Jetzt hat er die Tüte gefunden, jetzt macht er sich's bequem. Ich glaube gleich Seil und Wurst ab. Nein, er legt sich jetzt einfach da rein. Es ist Katzen und Karton, Sie erkennen das ja. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Also da sind viele Sachen dabei für Ramses Kitchen. Diese Mushroom-Pringles, die sind bestimmt einmal reinbeißen und dann wegschmeißen und ansonsten viel schädliches, ungesundes Zeug. Also macht's nicht wie ich, trinkt Leitungswasser, trinkt mal einen Tee, hört auf mit diesem ganzen süßen Gebambel und Getue. Wart ihr auch schon mal in Chap? Das ist hier dieser Asia Dragon Bazaar, wo wir dann immer hingehen, wo du dich da durch die ganzen Stände wühlen kannst. Gefühlt gibt's wirklich an jedem Stand genau das Gleiche. Du gehst zu dem einen Stand, da liegen die Alpha Industries Pullover. Du gehst 5 Stände weiter, da liegen die Alpha Industries Pullover. Du gehst 10 Stände weiter, da liegen die Alpha Industries Pullover. Du gehst nach Hause und hast einen Alpha Industries Pullover. Du schaffst es gar nicht, dort wegzugehen, ohne einen zu kaufen. Aber du kannst ja immer so gut handeln mit denen, wenn du Pupsi heißt. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr öfters auch mal in der Tschechei seid. Zum euch eindecken mit irgendwas. Die meisten fahren ja eh wegen Zigaretten hin. Ich bin nicht Raucher, das ist nichts für mich. Oder ob ihr halt schon mal irgendwie da Urlaub gemacht habt oder an die Jüngeren, ob ihr das total cool findet und dass das Paradies für euch wäre. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut euer Ramses und euer Adi, der schon wieder irgendwas geschnüffelt und gerochen hat. Adi, was ist? Adi, Schatz? Adi, alles gut.